Jo Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Vor einem Monat habe ich ja schon ein Video gemacht, in dem ich euch vom lieben Bulby Boy die Paradox-Pokémon vorgestellt habe. Und dort habe ich ja schon gesagt, dass ich in Zukunft auch von weiteren begnadeten Künstlern ihre Paradox-Pokémon anschauen und vorstellen möchte. Und heute ist die liebe Call Me Penpai an der Reihe, denn die liebe Call Me Penpai feiert heute am 31.03. ihren Kanalgeburtstag. Das bedeutet, heute vor einem Jahr hat sie ihren Kanal erstellt. Und Freunde, tut mir bitte einen Riesengefallen, geht rüber zu dem Kanal von Call Me Penpai und macht ihr einfach mal die 1000 Abonnenten voll. So, heute zum Kanalgeburtstag gibt es auch keinen besseren Zeitpunkt, um die 1000 Abonnenten zu knacken. Das würde mich richtig freuen, wenn wir das gemeinsam in die Tat umsetzen könnten. Aber nun fangen wir an. Und ihr müsst wissen, ich habe dieses Video gerade eben schon mal aufgenommen, über 40 Minuten aufgenommen und yo, dann war einfach meine Audiospur komplett kaputt, weil sich leider auch noch die Audio von meiner Facecam dazu gemischt hat. Und dann klang es einfach, als wäre ich in einer überfüllten Halle mit keine Ahnung wie vielen Leuten. Ja, nicht so schön. Deswegen nehmen wir das Ganze nochmal auf. Wundert euch aber nicht, wenn es ein wenig abgespeckter sein sollte, da ich mich eventuell ein wenig kürzer fassen werde. Aber egal, fangen wir einfach mal an. Denn damals im Dezember hat die liebe Call Me Penpai ja einen Adventskalender gemacht. Also vom 1. bis zum 24. Dezember hat sie jeden Tag eine Paradox-Form gepostet. Und fangen wir nun an mit Säbelblatt, aka Paradox Maskagato vom Typ Pflanze und Kampf. Und ein sehr cooles Design. Das normale Maskagato ist ja eher so ein edleres und zierliches Pokémon vom optischen her. Aber dieses Pokémon, in Verbindung halt natürlich noch mit einem Säbelzahntiger, kommt halt schon sehr aggressiv, auch mit seinen vernarbten Augen hier. Sehr cooles Design. Und die Call Me Penpai hat sich auch zu jedem einzelnen Pokémon die Mühe gemacht, einen eigenen Pokédex-Eintrag zu schreiben. Bei den originalen Einträgen ist es ja immer so, dass es eigentlich immer heißt, so, ja, von einer kuriosen Zeitschrift, von einer alten Schrift, in einem alten Buch stand dies und das. Aber hier gibt es wirklich zu jedem einzelnen Pokémon eigene Einträge. In einem Expeditionsbericht wird es als Vorfahre von Maskagato beschrieben. Dieses Pokémon erzeugt Illusionen, um seine Beute in die Irre zu führen. War es erfolgreich, schlägt es mit seinen säbelscharfen Zähnen zu. Yo, also passt sehr gut so in das Vergangenheitskonzept rein, mit der aggressiven Art auch und eine sehr wilde Raubkatze. Yo, Konzept geht ziemlich gut auf. Kommen wir nun weiter zu Titanenmaul-Duo und das ist Paradox Gelokrok vom Typ Feuer und Flug. Und ihr seht schon, hier hat in der Vergangenheit damals dieser Küken noch gelebt. In der Gegenwart hat der Skillokrok diesen Küken auf der Schnauze, so als Flamme, sag ich mal, mit dem es auch sein Special Move Loderlied einsetzt. Und hier scheint es so ein Konzept zu sein, dass es damals noch gelebt hat, denn der Geisttyp fehlt. Wir haben hier noch den Flugtypen, was ja zu dem Küken passt, und der Geisttyp kommt ja erst später hinzu. Dazu lesen wir mal den Eintrag. In einem Expeditionsbericht wird es als Vorfahre von Skillokrok beschrieben. Das Bündnis eines Titanmaulduos ist unzertrennlich. Als der Vogel verstarb, kehrte er durch eine unendliche Flamme zu seinem Partner zurück. Yo, ihr merkt schon, der Vogel beim heutigen Skelokrok ist verstorben und ist quasi hier noch die Flamme, also man könnte es gleichstellen mit der Seele des Pokémon, die Skelokrok auch dabei hilft, seine Loderlied-Attacke einzusetzen, die dem Skelokrok eventuell auch noch Kraft gibt, aber in der Gegenwart hat es dann keinen Flug, sondern den Geisttypen. Und ansonsten auch sehr cooles Design. Hier ansonsten sieht es halt schon sehr ähnlich aus zu dem normalen Skelokrok von heute. Es hat hier noch so eine Irokesen-Frisur, die sich hier auch noch ein bisschen über den Körper zieht. Also hier so diese verschiedenen kronenförmigen Haare, sage ich mal, die sich hier noch über den Körper ziehen. Aber kommt schon ziemlich cool hier auch mit dem noch lebenden Vogel. Nun geht's weiter zu Donnerbein. Das ist Paradox bei Londa vom Typ Wasser und Elektro. Und ich muss sagen, ich bin kein Fan vom normalen bei Londa. Aber die Paradox-Form, hier auch mit diesen gelben Noten hier noch, mit dem Elektro-Typen und dieser aggressiven Art, kommt halt schon sehr böse. Es hat ja auch noch so Merkmale von einem Dino, sag ich mal. Denn das haben wir ja mittlerweile bei Windewoge ja auch, dass es auf zwei Beinen steht, aber die Arme sind eher weniger präsent und hängen dann halt einfach so rum. Das gibt mir schon so ein bisschen Windewoge-Vibes, aber es kommt halt schon ziemlich cool und wird wohl ein Pokémon sein, was vermehrt mit den Füßen angreift. In einem Expeditionsbericht wird es als Vorfahre von Bailonda beschrieben. Die muskulösen Beine dieses Pokémon bringen den Boden zum Beben. Durch seinen Balztanz kommt es zu Erdrutschen. Ja, der Eintrag kommt halt auch schon ziemlich böse und
Ich frag mich, wie dieses wunderschöne Pokémon zu Bylonda werden konnte. Ja, klar, Bylonda passt halt so ziemlich in die Gegenwart rein, weil Donnerbein ist halt schon so steinzeitmäßig, würde ich mal sagen, so vom optischen her, und es wirkt halt auch schon sehr aggressiv, aber designtechnisch gefällt mir das halt schon um Weiten besser als das normale Bylonda. Als nächstes haben wir Eisenbrummer, Paradox Libeldra vom Typ Drache, Elektro, und ich bin ein Riesenfan von Libeldra und fand es damals halt auch schon richtig schade, dass es keine Mega-Entwicklung bekommen hat. Deswegen wäre es halt auch ziemlich cool, wenn es vielleicht im DLC eine Paradox-Form kriegen könnte. Und yo, wäre ja durchaus möglich. Ich denke mal, im DLC werden wir noch ein paar Paradox-Pokémon dazu bekommen, abgesehen halt von Windewoge und Eisenblatt. Und yo, seine Merkmale decken sich mit einem Objekt, das in einer alten Schrift erwähnt wurde. Obwohl sich die Flügel dieses Pokémon nicht bewegen, ist stets ein Brummen zu hören. Es kann eine Geschwindigkeit von über 900 km/h erreichen. Und vom Design her finde ich das Pokémon auch sehr nice, passt gut in die Zukunft rein. Und bitte Game Freak, gebt uns irgendwas für Libeldra. Das ist schon lange notwendig. Als nächstes haben wir Eisenmedikus, Paradox Togetic vom Typ Fee und Psycho. Und hier haben wir auch wieder dieses wundervolle futuristische Design. Hier auch mit seinen Düsenjets hier an der Seite, mit den lilanen Flammen, die sehr geil kommen. Mit seinem Computergesicht, auch mit den Gliedmaßen, die er vom Körper lösen kann. Und ja, sehr cooles Design. Seine Merkmale decken sich mit einem Objekt, das in einer alten Schrift erwähnt wurde. Durch seine Fähigkeiten ist es in der Lage, Krankheitserreger sofort zu erfassen und diese zu beseitigen. Ist jemand erkrankt, leistet es Hilfe. Und hier nochmal Props an Penpai, dass sie wirklich für jedes einzelne Pokémon einen eigenen Dex-Eintrag verfasst hat. War ja bei Game Freak nicht unbedingt der Fall bei den Paradox-Pokémon, da waren ja die Einträge schon sehr, sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich. Und das finde ich halt auch schon ziemlich cool. Und Togetic, auch ein sehr unscheinbares Pokémon, könnte durch eine Paradox-Form auch mehr Aufmerksamkeit erlangen. Kommen wir nun zu Eisenunheil. Das ist Paradox Absol mit den Typenkombinationen Unlicht und Stahl. Und egal, was man für Absol macht, es sieht immer geil aus. Absol, geiles Pokémon. Mega Absol, mega geiles Pokémon. Eisenunheil, richtig geiles Pokémon. Und dieses Eisenunheil hat sogar noch zwei verschiedene Formen. Und zwar einmal die Pelzform und die Schlachtform. Seine Merkmale decken sich mit einem Objekt, das in einer alten Schrift erwähnt wurde. Wenn es seinen Pelz verliert, wird es schnell wie ein Blitz und attackiert ohne Rücksicht. Dieses Pokémon überbringt kein Unheil, sondern ist das Unheil. Und das ist auch eine geile Parallele zu dem normalen Absol. Denn das normale Absol wird ja auch mit Unheil in Verbindung gebracht. Nur liegt dort der Unterschied, dass Absol normalerweise nicht für das Unheil verantwortlich ist, sondern es möchte einfach alle nur vor dem Unheil warnen. Da das Unheil aber immer gleichzeitig passiert, wenn Absol anwesend ist, wird Absol halt mit dem Unheil in Verbindung gebracht und deswegen denken alle, dass Absol für das Unheil verantwortlich ist. Und hier könnte man auch eine geile Lore erschaffen, dass vielleicht mit der Zeit Absol es leid ist, immer die Leute warnen zu wollen und immer, sage ich mal, mit dem Unheil in Verbindung gebracht wird, so dass es dann auf den dunklen Pfad gerät und dann einfach selber das Unheil wird. Das wäre halt auch so eine richtig coole Lore, die man irgendwie so mit Absol bzw. mit Eisenunheil in Verbindung bringen könnte. Das wäre halt auch eine geile Geschichte, und wenn das Pokémon so existieren würde, wäre es definitiv Bestandteil meines Teams. Ich muss aber sagen, von den beiden Formen finde ich die Pelzform deutlich cooler als die Schlachtform. Bei der Schlachtform kommt hier halt auch wirklich sein Metallkörper zum Vorschein, halt auch dieser futuristische Körper, aber ich bin halt ein größerer Fan von der Pelzform. Auch lustig, dass die Schlachtform hier so ein Yin-Yang-Zeichen auf der Stirn hat, obwohl, wenn es ja das Unheil ist, nicht unbedingt so im Gleichgewicht ist, aber ja. Ich sag mal so, diese entgegengesetzten Sachen, wenn man die in Verbindung bringt, das kommt halt auch immer geil. Als nächstes haben wir Zornschnabel, was Paradox Anton ist, vom Typ Boden und Kampf. Und das finde ich halt auch mit am coolsten. Ich find's geil, es ist in so einer halben Eierschale drin, die gleichzeitig halt auch noch so dieses Gewand ist, was ja so die Höhlenmenschen getragen haben sollen. Und dann halt auch noch diese Keule, die es gleich mit dem Pokédex-Eintrag noch cooler macht. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Zornschnabel vorgestellt wurde. Das Pokémon, welches am meisten Keulenschläge auf den Kopf aushält, wird als Anführer auserwählt. Forscher gehen davon aus, dass dieses Ritual die Psychokräfte des heutigen Antons hervorbrachte. Und wahrscheinlich auch noch die chronische Migräne, die Anton ja täglich hat. Das ist halt auch so ein Merkmal, das arme Anton, das
quält sich sein ganzes Leben durch Migräne durch, entfesselt aber auch so seine Psychokräfte. Und das ist halt auch eine coole Verbindung, wie das Ganze eventuell zustande gekommen ist, dass Vergangenheits-Anton so oft einen Schlag auf den Kopf bekommen hat, bis es halt wirklich diese mächtigen Psychokräfte entfesselt hat, aber leider halt auch die chronische Migräne. Da finde ich es halt auch immer noch schade, dass das normale Anton, warum auch immer, keinen Psychotypen hat, neben seinem Wassertypen. Aber, ja, so ist es nun mal. Aber, wie schon gesagt, Zornschnabel, ein sehr würdiges Paradox-Pokémon für Anton. Auch richtig geil hier mit so einer kleinen Nase noch, hier über dem Schnabel. Sehr süß, aber auch aggressiv, ne? Als nächstes hätten wir Aura-Pranke, was eine Paradoxform von Lucario ist, vom Typ Kampf und Gestein. Und das passt halt auch gut in die Steinszeit, denn das heutige Lucario ist ja vom Typ Kampf und Stahl. Den Stahltypen kann man jetzt zwar nicht so gut nachvollziehen, da hätte halt Psycho besser gepasst, allein schon halt auch wegen dieser ganzen Aura-Sache. Aber hier finde ich es auch cool, dass das Design halt wirklich so, sag ich mal, breiter gebaut ist als das normale Lucario, halt auch noch so wirklich so mit Muskeln und sowas, was uns halt schon sagt, dass das Vergangenheits-Lucario ein deutlich besserer physischer Angreifer als spezieller Angreifer war. Das heutige Lucario hat ja so Signature-Attacken wie Aurasphäre, was es ja auch auszeichnet. Und eventuell hat das Paradox-Lucario ja eine eigene Attacke, die eventuell Aura-Pranke oder Auraschlag oder sowas heißt. Das wäre halt auch richtig nice. Keine Ahnung, so Stärke 100 oder sowas. Das könnte man halt auch richtig geil mit implementieren. Vom Typ Kampf dann. Und yo, gehen wir mal weiter zum Dex-Eintrag. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Aura-Pranke vorgestellt wurde. Seine Beute spürt es mit seiner Aura-Fähigkeit auf. So ist es in der Lage, die Beute mehrere Kilometer entfernt aufzuspüren. Mit Kampfkraft dieses Pokémons lassen sich Berge versetzen. Wie schon gesagt, es hatte damals schon diese Aura-Kraft, aber wahrscheinlich hat es sich eher darauf fokussiert, seine ganze Aura-Kraft in seinen Pranken zu fokussieren und damit anzugreifen. Das wäre halt auch richtig cool und designtechnisch natürlich auch sehr top. Als nächstes hätten wir Dreikopf, was eine Paradox Form von Dodri ist, vom Typ Flug und Boden. Damals hatte es sogar noch Flügel. Nice. Es scheint hier auch an einen Dodo angelehnt zu sein, also an einen Vogel von damals, welches ausgestorben ist. Passt halt natürlich auch sehr gut. Kommen wir da nochmal zum Eintrag. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Dreikopf vorgestellt wurde. Es scheint nicht sonderlich intelligent zu sein, obwohl es flugunfähig ist, stürzt es sich von Klippen und flattert mit seinen Flügeln. Auch geil, damals hatte es ja sogar noch Flügel, war aber flugunfähig. Das Dodri von heute hat keine Flügel, kann aber Fliegen erlernen. Ja, da würde mich jetzt auch mal interessieren, diese Verwandlung zu dem normalen Dodri, wie es dann dazu in der Lage sein konnte, dass das normale Dodri dann ohne Flügel fliegen kann. Ach, Game Freak, Mann. Warum kann Dodri fliegen? Es ist so random. Naja, aber ansonsten auch geiles Design hier mit dieser Dodu-Anspielung. Passt natürlich auch sehr gut. Als nächstes hätten wir Eisenbunker und das ist eine Paradoxform von Igastanisch. Und Freunde, ihr müsst wissen, das normale Igastanisch, ich hasse das. Meiner Meinung nach ist das normale Igastanisch die schlechteste Starter-Zwischenentwicklung, die existiert. Habe ich sogar hier auch noch geschrieben. Eigentlich hasse ich Igastanisch, aber das Paradox-Pokémon ist mega nice. Und das ist es auch. Es hat hier auch diesen Plasma-Körper, also sein Körper ja noch mit Plasma überzogen, um quasi diese Igastanisch-Form zu erschaffen, die es ja heutzutage hat. Und dann haben wir hier noch sein Gesicht hier, dieses Computergesicht und vom Kampf- und Psychotypen auch sehr nice und würde ich definitiv fangen. Normales Igastanisch, fetter Daumen runter, Eisenbunker, Daumen hoch, Alter. Props, geil. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Eisenbunker vorgestellt wurde. Es erzeugt Schilder, um sich selbst und andere zu schützen. Das Material der Schilder ist unbekannt, doch scheint nicht zerstörbar zu sein. Also, wie schon erwähnt, geiles Design, ein fettes Upgrade im Gegensatz zu dem normalen Igastanisch, also nice. Kommen wir nun weiter zu Eisenzauber. Paradox Rutena vom Typ Psycho und Unlicht und das gibt mir schon sehr starke Cosmog-Vibes irgendwie, hier auch mit seiner Substanz, die aus den Ohren kommt. Und von der Farbgebung sieht es so aus, als könnte noch so ein Mix aus Durengard drin stecken. Es hat hier noch diese goldenen und lilanen Akzente und noch diese Klingenfüße, also es könnte hier durchaus noch was von Durengard mit drin stecken. Ich glaube es zwar nicht, also ich glaube im Pokédex wird dazu auch nichts erwähnt, aber so von der Farbgebung und auch von diesen Klingfüßen könnte durchaus noch so ein bisschen Durengard mit drin stecken. Aber kommen wir mal zum Eintrag. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Eisenzauber vorgestellt wurde. Eisenzauber tendiert dazu, Pokémon und Menschen zu manipulieren. Am Ende bekommt es problemlos immer das,
was es möchte. Und hier stellt sich nun die Frage, wie bekommt es das, was es möchte? Durch seine Psychokräfte? Muss man einfach nur hier in seine Ohrenwolken reinschauen? Oder wenn man das einatmet, wird man dann manipuliert? Oder manipuliert es andere durch seine Unlichtart? Vielleicht sogar durch seine metallscharfen Füße hier? Vielleicht droht es ja auch anderen und bekommt deswegen seinen Willen durch. Was denkt ihr? Durch Psychokräfte oder durch seine grausame Unlichtart? Gerne in die Kommentare. Als nächstes hätten wir Eisenspitzel, Paradox Amphizel vom Typ Unlicht und Kampf. Und das ist auch ein sehr cooles Design, auch mit einem sehr nicen Gimmick. Kommen wir mal da weiter zu dem Eintrag. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Eisenspitzel vorgestellt wurde. Eisenspitzel hackt sich in Betriebssysteme und verbreitet so Computerviren. Wird es bei seiner Tat erwischt, geht es in den Nahkampf über. Und auch ein sehr geiles Konzept. Wirklich hier auch optisch, auch hier mit diesen kleinen, ich nenne es mal Bildschirmen. Und das ist halt auch wirklich auf Viren basiert. Auch sehr cool, auch die Farbgebung sehr wild hier mit diesem Gelb-Schwarz, auch hier mit den Augen und gefällt mir richtig gut und passt halt auch ziemlich gut, wirklich. Geiles Konzept, Panpai, nice gemacht. Als nächstes hätten wir Kurzrüssel, Paradox Traumato vom Typ Psycho und Unlicht. Und ich sag mal so, Traumato und Hypno sind ja schon so Pokémon, die haben so einen gewissen Ruf, dass sie halt, wie soll ich es am besten sagen, sie mögen Kinder. Sie mögen Kinder auf eine besondere Art und Weise und Kurzrüssel sieht so aus, als würde er auch Kinder mögen. Und dieser Blick, guckt euch mal diesen verführerischen Blick von Kurzrüssel an. Ja, kommen wir mal zum Eintrag. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Kurzrüssel vorgestellt wurde. Mit seinem Rüssel spürt es schlafende Pokémon auf. Es legt sich zu seinen Opfern, schlürft genüsslich deren schöne Träume und ersetzt sie durch Albträume. Je mehr sein Opfer leidet, desto satter wird es. Und mit dem Eintrag macht es, also zumindest mit den Albträumen, ein bisschen Darkrai-Konkurrenz, ne? Darkrai ernährt sich ja auch von den Träumen von anderen. Ja, interessantes Konzept auf jeden Fall. Und das ist auch einer meiner Favorites, Steinschädel. Paradox Chevron vom Typ Feuergestein. Und sowas hat man sich ja auch schon länger gewünscht, dass man aus Chevrum wirklich so eine Regionalform oder wirklich so eine Paradoxform macht mit dem Feuertypen. Denn so ein feuriger Steinbock kommt halt richtig geil. Das Design ist auch richtig nice und es gefällt mir. Dieser flammende Steinbock, es kommt einfach gut. Also, wenn ich bei den Paradox-Pokémon, dann muss irgendwann mal vielleicht Gen 10 oder sowas eine Regionalform von Chevrum kommen mit so einem flammenden Steinbock. So wie ich Game Freak kenne, wird sowas wahrscheinlich niemals kommen. Wahrscheinlich wird dann von Chevrum, falls da irgendwas kommt, irgendwas anderes kommen, was nicht so cool ist. Aber kommen wir mal zum Dex-Eintrag. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Steinschädel vorgestellt wurde. Die Hörner und Hufe eines Steinschädels bringen Gestein zum Schmelzen. Wo es seine Spuren hinterlässt, sollen die schönsten Blumen gedeihen. Und hier kann man die Brücke zu dem Gegenwartschevrum schaffen. Denn dort, wo es seine Spuren hinterlässt, gedeihen schöne Blumen. Das passt ja gut zu dem Chevrum von heute, was dann auch ein Pflanzen-Pokémon wurde. Gefällt mir ziemlich gut. Feuergestein, nicht einer der besten Typenkombinationen, aber passt halt wie die Faust aufs Auge natürlich. Und designtechnisch richtig geil. Kommen wir nun zu Gemeinvampir, Paradox X-Bud vom Typ Gift und Unlicht. Und optisch gesehen gibt das mir schon ziemliche Bärmann-Vibes irgendwie. Es hat hier Flügel, aber ist eher auf den Beinen unterwegs. Da kommen wir mal zu dem Dex-Eintrag direkt. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Gemeinvampir vorgestellt wurde. Es wohnt tief in Höhlen und kraxelt nur bei dunkler Nacht hervor. Seine großen Flügel können es kaum tragen, weswegen es kein guter Flieger ist. Deshalb bespringt es seine Beute. Also hier könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es halt wirklich so seine Beine benutzt, um abzuspringen, dann eventuell noch ein bisschen flattert, um höher zu kommen und dann so von so einer Höhe seine Beute anspringt. Das kommt halt auch schon ziemlich gut definitiv und optisch auch ganz gut und auch lustig, denn später hat ja X-Bud nur noch so kleine Stummelbeinchen, würde ich mal sagen. Und ja, hat sich dann halt auf seine Flügel komplett fokussiert. Auch wenn die Flügel in der Gegenwart kleiner sind, denke ich mal, als dieses hier, aber es hat sich auf seine Flügel fokussiert und ist halt auch ein ziemlich schneller und guter Flieger geworden. Auch geiles Konzept. Kommen wir nun weiter zu Eisenhuf, was Paradox Ponita ist, vom Typ Psycho und Stahl. Und da haben wir auch letztens in der Galar-Region erst Regionalformen zu Ponita und Galoppa bekommen. Aber ich finde hier dieses Paradox Ponita auch richtig geil, auch hier mit dieser Mähne, mit dieser Cyberflamme, sag ich mal. Da könnte man in der Shiny-Version vielleicht auch so ein knalliges Blau oder so ein knalliges Orange wählen. Das wäre auch, glaube ich, richtig nice. Und kommen wir mal weiter zum Dex-Eintrag.
Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Eisenhuf vorgestellt wurde. Die Beine von Eisenhuf sind so stark, dass es problemlos einmal um den Äquator rennen kann. Einer Überlieferung nach kann es durch Raum und Zeit springen. Und mit dem Eintrag, mit dem letzten Satz, macht es ja Dialga und Palkia richtig fette Konkurrenz, wenn es einfach durch Raum und Zeit springen könnte. Also das wäre halt schon ziemlich OP, wenn es das wirklich könnte, aber designtechnisch auch wieder richtig geil gemacht. Und passt halt auch gut in dieses Futuristische rein. Kommen wir nun weiter zu Eisentank, was Paradox Miltank ist vom Typ Fee und Elektro. Und hier finde ich es halt auch richtig cool, dass es hier so einen Milchspender hat. Dieses Eisentank ist auch die Lösung für die Zukunft. Und zwar wird hier beschrieben: Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Eisentank vorgestellt wurde. Wissenschaftler kreierten Eisentank, um Miltank zu entlasten. Dafür entnahmen sie Miltank bestimmte Zellen, damit Eisentank eigenständig in der Lage ist, Kumo-Milch zu produzieren. Und das ist halt auch ein Konzept, das wäre richtig cool, wenn sowas auch in der Zukunft vielleicht machbar wäre, dass man Kühen Zellen entziehen könnte und dann kreiert man keinen Klon, denn das wäre halt immer noch, sag ich mal, so ein eigenes Wesen. Vielleicht dann wirklich so ein Roboter, die dank der Zellen in der Lage ist, diese Milch zu produzieren. Das wäre halt auch richtig cool und eventuell dann auch noch Fleisch zu produzieren aus diesen Zellen. Das wäre halt ein cooler Schritt für die Zukunft und damit müssten wir nicht mehr unnötig Tiere töten. Das wäre wirklich nice, wenn sowas machbar ist und ich bin echt froh, dass Panpai auch an sowas gedacht hat, wenn man halt schon an Paradox-Pokémon aus der Zukunft denkt, dass man halt auch so gute Werte mitbringt. Das gefällt mir auch richtig gut. Nun kommen wir weiter zu Eisensum, Paradox Hornweisel vom Typ Feuer und Elektro. Cooles Design hier auch mit seinem Düsenantrieb hier, wo auch so eine fette Flamme hervorsticht. Und ja, da kommen wir mal zu dem Eintrag, denn das ist das Gegenteil dann von Miltank. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Eisensum vorgestellt wurde. Wissenschaftler kreierten Eisensum, um Blumen und Wiesen zu bestäuben. Dieses Projekt scheiterte und Eisensum handelte eigensinnig. Mit seinem Stachel aus Feuer verbrennt es die Natur. Bei Paradox Miltank haben Wissenschaftler etwas Gutes kreiert. Etwas Gutes, was uns in der Zukunft auch definitiv weiterbringen könnte, womit wir Tiere verschonen. Mit Eisensum leider den gegenteiligen Effekt. Dieses wurde kreiert, um die Natur zu beschützen und voranzubringen. Leider ist dieses Experiment missglückt und es zerstört die Natur. Das ist halt auch so eine Sache. Die Wissenschaft kann uns gute Sachen bringen, aber wenn wir auch sowas sehen heutzutage, wie weit teilweise künstliche Intelligenz fortgeschritten ist, dann kann es halt auch schon ziemlich in eine gefährliche Richtung gehen. Da muss man halt auch wirklich so die Grenzen setzen, was halt auch wirklich machbar ist und was halt nicht machbar ist. Aber ansonsten auch ein cooles Design natürlich. Als nächstes hätten wir Schleuderpanzer, Paradox Phlegmon vom Typ Wasser und Kampf. Und hier frage ich mich jetzt, das ist eine Vergangenheitsform von Phlegmon. Wie konnte aus diesem aggressiv aussehenden Phlegmon dieses derpy Phlegmon von heute entstehen? Das ist dann so eine Sache, wirklich. Wie ist sowas möglich? Vor allem, wenn man auch noch den Dex-Eintrag liest. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Schleuderpanzer vorgestellt wurde. Mit seinem verhärteten Schweifende schlägt es alles kurz und klein. Sein Rücken wird durch starke Panzerplatten geschützt. Schleuderpanzer ist ein eleganter Schwimmer. Ja. Und dann haben wir dieses Phlegmon von heute. Wie ist das passiert? Das ist halt auch irgendwie, das muss sich ja dazu entwickelt haben. Ist dann irgendwie faul geworden mit der Zeit oder so? Und vielleicht hat ja Paradox Anton dem auch ein paar Mal auf den Kopf gehauen. Das könnte ja vielleicht sogar echt sein. Vielleicht hatten ja Paradox Anton und Schleuderpanzer Beef. Dann hat Paradox Anton dem so oft auf den Kopf gehauen, dass es dann irgendwie so lost wurde. Und dann ist es halt auch irgendwie faul geworden. Und dann ist irgendwie dieses Phlegmon von heute entstanden. Das wäre auch irgendwie, das wäre auch eine lustige Lore irgendwie, wenn das so der Fall wäre. Aber ansonsten auch brutales Design, richtig geil, also geil, wirklich. Also mir fällt wirklich nichts anderes ein, als bei den ganzen Designs hier geil zu sagen, weil das sind wirklich geile Designs. Also Panpai hat sich hier wirklich selbst übertroffen. Also geil, einfach nur geil. Kommen wir nun weiter zu Räuberkralle. Das ist eine Paradoxform von Knackrack vom Typ Drache und Flug. Sieht halt auch wirklich sehr antik und brutal aus, so vom Optischen. Was mir definitiv ganz gut gefällt. Und ja, schauen wir mal weiter zum Dex-Eintrag. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Räuberkralle vorgestellt wurde. Räuberkralle verfügt über eine enorme Sprungkraft. Es bewegt sich fast lautlos fort, sodass es einen immensen Vorteil seiner Beute gegenüber hat. Einmal im Jahr verliert es seine Federn. Man kann hier vielleicht damit argumentieren, dass es dann mit Laufe der Zeit irgendwie schneller unter der Erde war und somit dann seinen Bodentypen bekommen hat. Das Knackrack von heute kann ja auch tatsächlich mit Schallgeschwindigkeit fliegen, richtig schnell.
schnell. Aber vielleicht ist das heutige Knackrack, es hat sich dazu entwickelt, dass es einfach unter der Erde deutlich agiler, flexibler und schneller ist. Und so hat es dann den Flugtypen verloren und hat den Bodentyp dazu bekommen. Man kann aber auch damit argumentieren, dass das heutige Knackrack ja gar keine Federn mehr hat. Also vielleicht hat es ja dann einfach so seine Federn verloren und sich mehr auf den Boden fokussiert. Damit kann man auch argumentieren, aber fliegen kann es halt trotzdem noch sehr, sehr wild. Aber es gibt halt keine drei Pokémon-Typen. Aber designtechnisch auch nice. Nun kommen wir zu Giftpelz, Paradox Nidoking. Und gut, dass ich jetzt die erste Aufnahme verkackt habe, denn es gibt tatsächlich noch Paradox Nidoqueen, was auch Giftpelz ist. Yo, die beiden haben verschiedene Pokédex-Einträge. Und erstmal designtechnisch erkenne ich jetzt definitiv nicht, dass es Nidoking ist, zumindest nicht auf den ersten Blick. Es sieht halt schon so aus, als hätte es noch deutliche Einflüsse von Nidorino enthalten. Und hier haben wir noch Paradox Nidoqueen. Hier muss man deutlich sagen, das ist so eine Mischung aus Nidorino und Nidoqueen und hier aus Nidorino und Nidoking. Und designtechnisch auch sehr speziell meiner Meinung nach. Kommen wir mal zu den Dex-Einträgen. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Giftpelz vorgestellt wurde. Bei der Fellpflege gelangen spezielle Enzyme auf seinen Pelz, die hochgradig giftig sind. In eisigen Nächten kuscheln sich viele Exemplare dieses Pokémon aneinander, um sich zu wärmen. Also das Pokémon sieht halt schon sehr toxic aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber Artgenossen gegenüber scheint es halt auch sehr freundlich und liebenswert zu sein. Denn sie kuscheln sich aneinander, um sich warm zu halten. Hier kann ich mir auch vorstellen, dass es Feinden oder generell Fremden gegenüber sehr aggressiv ist. Aber in der Gruppe mögen sie sich alle, wärmen sich. Und das macht es halt wieder richtig sympathisch. Kommen wir nun weiter zu der weiblichen Form, denn diese hat einen anderen Eintrag. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Giftpelz vorgestellt wurde. Es lebt zurückgezogen in eisigen Berggebieten. Sein Pelz ist hochgradig giftig und darf aufgrund dessen nicht berührt werden. Forscher gehen davon aus, dass spezielle Enzyme dafür verantwortlich sind. Und wie schon gesagt, coole Designs. Man erkennt nicht direkt, dass es Nidoking und Nidoqueen sind, aber wahrscheinlich sind es auch einfach noch hier ein bisschen Nidorina und Nidorino-Einflüsse mit drin. Boah, ansonsten coole Designs. Ich kann wie schon gesagt nichts anderes sagen, als dass die Designs cool sind. Und nun kommen wir zu einem meiner absoluten Favorites, und zwar Eisennixe, Paradox Milotic. Und wenn das im Spiel geben würde, das wäre ja sowas von in meinem Team. Ach du Heiliger, ist das geil, wirklich. Auch so diese Farbgebung mit diesem Rot und Schwarz und hier auch noch diese Wasserkühler, nenne ich es mal. Das erinnert mich wirklich an so Wasserkühlung von PCs. Kommt richtig geil. Milotic generell sowieso schon so ein geiles Pokémon und diese Paradox-Form, ey, wirklich. Penpai, ey, wirklich. Game Freak, bitte versucht nachzudenken. Warum stellt ihr nicht solche kreativen und begnadeten Künstler ein, um zukünftige Designs zu erschaffen? Wirklich, das ist so verschwendetes Potenzial. Bitte, bitte, stellt doch einfach diese Künstler ein. Es wäre sowas von nice, diese Designs, wirklich, die sind so gut einfach. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Eisennixe vorgestellt wurde. Es kann heftige Wellen und Strudel erzeugen. Seine langen Fühler verwendet es wie Greifarme und zieht damit seine Opfer unter Wasser. Dieser Situation zu entkommen ist so gut wie unmöglich. Also ihr seht schon, ein sehr grausames Pokémon, aber auch ein sehr cooles. Es ist so cool. Wirklich, es ist so ein cooles Pokémon. Wirklich, geil. Einfach nur geil. Aber kommen wir mal weiter zu Eisenfee. Paradox Snowball vom Typ Fee und Psycho. Hat ja auch was Kosmisches an sich. Hier auch mit dieser Augenmaske, nenne ich es mal. Ich weiß, es ist keine Maske, aber es sieht halt so aus wie eine Maske. Und hier auch noch mit seinen Ohren. Und es scheint ja auch noch so Tänzer-Einflüsse zu haben. Aber dazu weiter im Dex. Dieses Pokémon weist Ähnlichkeit mit einer Kreatur auf, die in einem Buch als Eisenfee vorgestellt wurde. Es ist ständig am Tanzen und dreht Pirouetten. Eisenfee wurde von einem Forscher gebaut, um seine Tochter zu unterhalten. Daraufhin wollte jedes Kind in der Schule eine Eisenfee als Freund. Und die Lore finde ich halt auch richtig cool, dass dieses Pokémon erschaffen wurde, um seiner Tochter quasi einen Freund zu bescheren. Und es hat dann so an Beliebtheit gewonnen, dass jedes Kind eine Eisenfee wollte. Und designtechnisch auch deutlich cooler als das normale Snowball. Also da kann man halt auch nichts gegen sagen. Wie schon gesagt, cooles Pokémon, geiles Pokémon, wirklich. Als letztes hätten wir nun Zeitbestie. Dieses hat keinen Dex-Eintrag, aber das basiert natürlich auf dem Sketch in der Akademie, wo man ja so einen Mix aus Entei, Raikou und Suicune gesehen hat. Da haben wir ja mittlerweile Windewoge bekommen und hier muss ich halt auch gestehen, Zeitbestie ist so viel cooler als Windewoge, aber bei Windewoge gehe ich auch mal davon aus, dass Raikou und Entei nochmal eine eigene Paradoxform bekommen werden, weil im Buch waren es halt deutlich
eine Mischung aus den dreien. Und hier hätten wir quasi dieses Pokémon aus dem Buch. Farbtechnisch, ja, hier könnte ich mir halt vorstellen, dass die Shiny-Variante so ein Mix tatsächlich aus Suicune, Entei und Raikou ist. Also halt so mit diesen verschiedenen Elementen. Das wäre halt auch richtig wild. Und ansonsten, coole Pokémon, coole Designs und Zeitbestie gefällt mir auch richtig gut. Und nun hätten wir 24 Paradox-Pokémon von der lieben Call Me Penpai abgeschlossen. Und Freunde, an dieser Stelle bitte ich euch nochmal. Heute feiert die liebe Call Me Penpai ihren Kanalgeburtstag. Tut mir den Gefallen, geht rüber und abonniert ihren Kanal. Ich würde es richtig cool finden, wenn wir heute an ihrem Kanalgeburtstag noch dafür sorgen könnten, dass sie die 1000 Abonnenten knackt. Freunde, damit würdet ihr mir und auch ihr, denke ich mal, einen riesigen Gefallen tun. Deswegen rüber auf ihren Kanal. Und fleißig abonnieren und natürlich auch die Videos abchecken. Die sind auf so einem guten Level. Also Freunde, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ansonsten schreibt mir doch gerne weitere Künstler in die Kommentare, dessen Paradox-Pokémon wir gerne mal abchecken könnten. Und eure Meinung zu den ganzen Paradox-Pokémon von Penpai würde mich auch interessieren. Deswegen gerne alles in die Kommis, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr nichts mehr rund um Pokémon verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Aber dann, meine Freunde, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.